Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Endlich nach langer Zeit gibt es jetzt das Testvideo zum ProTube VR Gunstock. Und ja, hier ist er. Hat ein bisschen gedauert, aber ich musste auch noch ein paar andere Videos fertigstellen. Und ja, aber das war mir jetzt tierisch wichtig, das hier jetzt fertigzustellen. Ich habe jetzt hier vorne einfach mal dran gemacht den Vive Controller und hinten den Oculus Touch Controller. So sieht man jetzt beides mal auf der Kamera. Und ich montiere die jetzt mal kurz ab oder ziehe die mal ab. Ist auch ganz einfach. Ja, das ist so ein MagTube VR Adapter. Und cool ist auch, dass es hier eine Öffnung gibt, wo man dann die Handgelenksschlaufe durchziehen kann. Finde ich extrem wichtig, weil wenn man eventuell mal das Ding verliert, kann der Controller runterfallen und ja, ist natürlich nicht so toll. Auch wenn man Touch-Controller, ich weiß nicht, ob man das sieht, ein paar Kampfspuren hat, könnte eventuell vom Boxen kommen, dass ich mal gegen Greenscreen gehauen habe. Ja, das ist die MagTube VR-Halterung. Hier seht ihr auch die Metall- oder Magnet-Halterung, die dann auf den Gunstock hier so draufgeklickt wird. Hält echt super. Kann man seitlich echt super abziehen. Ja, ich habe jetzt ein paar Videos erstellt. InContractors und Headshot VR. Dass ihr mal so ein bisschen einen kleinen Einblick bekommt, wie das Gameplay so ist und wie ich mich dann so anstelle. Contractors ist eigentlich zu loben, weil da es extra einen Kalibrationsmodus gibt für den Gunstock. Und das sollte eigentlich jeder Shooter unterstützen, sowas. Ich habe auch Wardust probiert. Das hat aber keine Kalibration und ja, da fühlt sich das auch nicht so ganz so toll an. Ich habe da auch ein Video gemacht, habe ich aber jetzt erstmal rausgelassen, weil ich es nicht so toll fand. Guckt euch jetzt erstmal die Videos an und am Ende des Videos gibt es dann ein kleines Fazit. Also viel Spaß. Okay Leute, hier sind wir in Contractors. Ich habe die Rift angezogen. Die Touch-Controller sind in der MagTube VR-Halterung. Ich habe auch die Handgelenksschlaufe umgelegt, weil ich verhindern möchte, dass eventuell die Controller aus der Halterung rausrutschen und auf den Boden pfeffern. Auch wenn die relativ fest sitzen, also man kann die echt nur schwer bewegen. Von daher sitzen die echt gut. Passform ist gut. Und ja, aber trotzdem fühle ich mich irgendwie sicherer, wenn die Handgelenksschlaufen um sind. Dann kann auch nichts kaputt gehen. Ja, in Contractors gibt es eine Besonderheit. Ich weiß nicht, wie viele Spiele oder wie viele Shooter das unterstützen, aber es gibt ein Kalibrationsmenü für Gunstocks und dafür müssen wir in die Settings. Unter Control. Ganz unten gibt es den Punkt Gunstock. Dafür müssen wir dann erstmal hier Using Gunstock enablen. Und dann kommen wir ins Kalibrationsmenü und wie wir hier sehen, können wir verschiedene Waffen auswählen, die wir dann hier auf den Gunstock kalibrieren können oder einrichten können, sage ich mal. Und ja, machen wir jetzt einfach mal zum Testen eine Waffe hier. Jetzt lege ich mir die Waffe erstmal an. So, wenn man noch gar keinen Touch-Controller oder noch keine Halterung dran hat von dem MagTube VR, ist es relativ schwer, den Magnethalter zu finden. Wenn man aber einen dran hat, weiß man ungefähr immer ganz genau, wo der andere ist. Also es ist relativ gut gemacht. Ja, wie wir hier sehen, zeigt die Waffe einfach nach oben und ja, so müsste ich ja dann so spielen. Und um nach vorne zu schießen, kann gar nicht wirklich richtig durch Kimmer und Korn schauen. Von daher können wir das jetzt anpassen mit den Thumbsticks. Und der hintere Thumbstick erlaubt das Anpassen des Winkels. So sieht es auch schon besser aus. So kann ich jetzt schon schön durch Kimmer und Korn schauen. Das passt schon relativ gut. Und mit dem vorderen Touch-Controller, da am Thumbstick, mache ich jetzt mal hoch, runter. Da können wir diese Position anfahren oder einrichten. Und links, rechts kann man das hier machen. Und da kann man relativ gut den Triggerpunkt finden und auch die Handhalterung. Also ich habe jetzt echt das Gefühl, ich habe den Griff von der Waffe hier in der Hand. Das passt auch ganz gut. Der vordere Touch-Controller hängt jetzt ein bisschen in der Luft. Aber es ist auch nicht schlimm, weil bei den anderen Waffen haben wir überall so einen, ja, so einen Stick, wo man dann die Hand dran halten kann. Das zeige ich euch gleich. Ich gucke jetzt mal kurz, ob ich hier mit Kimmer und Korn relativ gut zielen kann. Ja. Und es ist echt ein cooles Gefühl, die Waffe so wirklich ein bisschen in die Schulter zu drücken. Fühlt sich irgendwie realistisch an. Ja, wenn wir das Ganze hier eingerichtet haben, drücken wir einfach die Trigger-Buttons, beide. Und schon ist die Kalibrierung für das Gewehr abgeschlossen. So, jetzt packe ich mir das Gewehr mal. Und das meine ich. Hier haben wir den Handgriff. Und ja, so fühlt sich das auch relativ
relativ gut an. Die Hände, das fühlt sich jetzt echt an, ob die Hände wirklich da auch an der Waffe sind und nicht irgendwo da hinten, sag ich mal. Also ich finde, dass dieses Kalibrationsmenü müsste eigentlich jeder Shooter dann haben, aber das werde ich noch testen mit anderen Shootern, ob es das dann gibt. Okay, dann kommen wir mal zum Nachladen. So, Magazin auswerfen, Griff loslassen, wieder dran, zack. Magazin leerballern, Magazin raus. Also das geht auch ganz gut. Ich habe es vielleicht jetzt vorher 10-mal getestet, also das geht echt gut von der Hand, finde ich. Und auch der Punkt, wo ich mit dem Magnethalter hin muss, guck mal. Ab und zu kommt man so ein bisschen da dazwischen, aber ist echt gut. Ich muss ja auch nur mit der Hand wirklich in Richtung des Sticks hier. Und dann bin ich schon dran. Man muss natürlich achten oder darauf achten, wenn ich jetzt, sage ich mal, nachgeladen habe und ich gehe mit der Hand wieder an den Stick dran oder an den Magnethalter ran, dass ich dann auch nachher wieder die Grifftaste drücke und das Gewehr auch festhalte. Denn wenn ich das nicht mache, verzieht die nach oben. Das ist natürlich, wenn ich die Hand vorne dran habe, nicht so. Oder nicht so extrem. Deshalb muss man darauf immer achten. Wäre blöd, wenn man dann mitten im Gefecht dann einfach in die Luft schießt. Ja, das war es eigentlich hier erstmal. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Test am Schießstand. Da testen wir jetzt mal, wie man mit Gunstock, wie genau man schießt. Und dann mache ich auch mal einen Test ohne. Und dann gucken wir uns das Schussbild mal an. Also, los geht's. Okay, hier sind wir am Schießstand. Jetzt schießen wir mal mit dem Gunstock auf den Kopf und schauen mal, wie viele Treffer wir landen. Und danach machen wir das Ganze mal ohne Gunstock und schauen mal, wie das Schussbild dann aussieht. Aber man merkt schon, man kann echt ruhiger halten als ohne. Und ja, das werdet ihr wahrscheinlich gleich sehen, wenn ich ohne Gunstock schieße. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt die Treffer jetzt schlechter werden oder man komplett irgendwie daneben schießt. Aber ich glaube, gerade für Sniper ist das mit Sicherheit viel, viel besser, weil man ruhiger halten kann. Aber jetzt machen wir erstmal die Kopftreffer hier. Okay, leer. Schauen wir uns das mal an. Wir sind auch mit Sicherheit was daneben gegangen. Ja, einer ist daneben gegangen, alle anderen sind drin. Okay, laden wir mal einfach nach und entfernen mal den Gunstock. Lassen wir den mal locker hängen. Achso, jetzt muss ich ein bisschen zurückgehen. Dann wird das wieder resettet. Na komm. Das fühlt sich jetzt schon... Ja, man hat halt mit dem Gunstock ein gewisses Gewicht am Körper und ja, man hat das Gefühl, dass man eine Waffe in der Hand hat und jetzt ist alles mega leicht und fühlt sich einfach nicht realistisch an. Also ich muss jetzt schon sagen, dass mir das mit dem Gunstock echt gut gefällt. So, jetzt schauen wir mal, wie ich jetzt zielen kann oder wie ich zitter. Und ich glaube, wie ihr seht, das könnt ihr wahrscheinlich auch sehen, ist das nicht so ruhig wie mit dem Gunstock. Aber ich versuche jetzt trotzdem ein paar Treffer zu landen. Ich versuche auch ungefähr gleich schnell zu schießen. Aber ich werde da jetzt auch meine Treffer gemacht haben, das ist ganz klar. Auch zwei daneben, da oben ist auch noch einer. Ein Streifschuss und einer komplett daneben, aber gut. Trotzdem gutes Schussbild, würde ich sagen. Trotzdem gefällt mir das mit dem Gunstock besser. Fühlt sich realistischer an. Macht auch irgendwie mehr Spaß. Und wenn man jetzt den Gunstock so in der Hand hält oder ja, schultert und jetzt ohne, das fühlt sich einfach nicht richtig an. Ich weiß nicht warum. Aber ich habe das Gefühl, das ist irgendwie nicht korrekt. Also ich glaube, der Kauf hat sich hier gelohnt. Aber ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal das Gleiche, was ich jetzt hier gemacht habe, mit der Vive nochmal an. Und danach geht es ins Gameplay. Da schaue ich mal, mit welcher Brille ich dann spiele. Aber jetzt erstmal zur Vive und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay Leute, hier bin ich mit der Vive in Contractors und ich muss den Gunstock ein bisschen anpassen.
Wie ihr seht, habe ich den Winkel hier so ein bisschen angepasst. Ich hoffe, ich zeige es auch richtig. Sehe ich natürlich jetzt nicht. Ich habe den Winkel vom hinteren Controller noch angepasst. Der war vorher so ein bisschen so. Jetzt ist der mehr hochkant, weil ich hatte das Problem, ich habe zuerst mit den Einstellungen der Rifts gespielt. Ich habe einfach hier die Magnethalter ausgetauscht und so getestet. War eigentlich relativ gut, also man konnte gut spielen, aber mir tat nach 20, 25 Minuten schon echt das Handgelenk tierisch weh und soll ja auch Spaß machen und soll nicht wehtun. Von daher habe ich den jetzt ein bisschen hochkant gesetzt und so fühlt sich das schon viel besser an, als ob man jetzt wirklich den Griff in der Hand hat. Ja, ich hoffe, so tut mir jetzt nicht mehr das Handgelenk weh, aber ich denke, das passt schon. Gehen wir auch mal direkt in die Kalibration, weil wir müssen ja, bevor wir jetzt hier loslegen, auch wieder kalibrieren. Also unter Settings, Control, ganz runter, Calibrate Gunstock. Nehmen wir hier die Waffe aus. Also man muss das eigentlich für jede Waffe, die man gerne spielt, anpassen oder die man spielen möchte. So, jetzt sind wir hier. Jetzt können wir wieder den Winkel einstellen. Das machen wir jetzt auch mal so. Passen wir hier die Höhe noch an. Ich glaube, so passt das eigentlich ganz gut, finde ich. Also da ist Contractors echt super. Ich habe es mit anderen Spielen jetzt schon getestet. Und macht dann nicht so viel Spaß, wenn man wirklich die Waffe jetzt anlegt mit dem Gunstock. Und man sieht aber die Waffe irgendwo so. Also nicht wirklich toll. Dann habe ich gehabt, dass die Waffe nach oben zeigte oder nach unten. Und man musste dann ganz blöd, man muss dann definitiv den Gunstock hardwaremäßig für jedes Spiel anpassen und das nervt. Also es geht softwaremäßig und sollte auch jedes Spiel drin haben. Jeder Shooter, finde ich. Ja, so haben wir es aber eigentlich gut angepasst. Jetzt versuchen wir mal kurz nachzuladen, wie das klappt. Also klappt auch ganz gut. Natürlich muss man sehen, immer wenn ich jetzt hier so ein Magazin nehme, hake ich auch ein bisschen an den Gunstock. Also man muss das so dann von der Seite machen. Wenn ich jetzt einfach, wie es eigentlich richtig wäre, so von unten rangehe, wird es nicht klappen. Also das passt auch bei der Rift ein bisschen besser. Aber trotzdem ganz okay. Dann gehen wir mal ganz kurz auch zum Schießstand. Testen wir jetzt mal hier. Der ist noch nach vorne. Gehst du hin nach hinten. So. Gucken wir mal. Ja, hier kann natürlich auch uns das Tracking der Vive, also das genaue Tracking der Vive, in die Suppe spucken. Denn hier wird jeder Millimeter Bewegung aufgezeichnet. Schauen wir uns mal nachher das Bild an hier. Okay, ist leer. Komm du mal nachher. Nach vorne. Ja, ein Schuss daneben oder Streifschuss. Also da wäre die Halsschlagader definitiv durch. Ja, ansonsten echt cool. Und ich würde sagen, gehen wir damit auch mal ins Gameplay. Okay Leute, wir sind im Spiel, ist wieder Offline-Modus. Ich möchte auch keine anderen Spieler hier stören und ich möchte hier nur ein bisschen testen und ich wäre auch zu schlecht, um jetzt online zu spielen. Also das Spiel ist echt hart, wenn man gegen richtig gute Gegner spielt und macht dann auch keinen Spaß mehr. Das ist dann das nächste Problem. Oh, da geht's schon los. Unser ganzes Team wurde fast ausgelöscht hier. Oh. Okay, da sieht man so ein bisschen den Nachteil vom Gunstock. Es macht viel mehr Spaß, aber in so einer Situation, wenn ich zur Waffe, zur normalen Pistole greifen will, bin ich einfach langsamer. Also da müssen echt irgendwelche Automatismen her. Das muss man dann echt länger spielen, um da dann schnell auf die Waffe zu wechseln. Wo wäre die überhaupt? Die wäre hier.
Ah, den habe ich erledigt. Wow. So, und jetzt muss ich wechseln. Das war ganz knapp gerade. Ich weiß, online wäre ich direkt tot gewesen. Das ist ganz klar. Wie jetzt gerade auch. Ich finde auch, dass die Entwickler so einen Bot-Modus auch für online, dass man mit Freunden spielen kann, einfügen sollten. Weil wir haben gestern auch eine Runde gespielt und da sind solche guten Leute dabei, so vergrault man andere Spieler. Definitiv die nur ab und zu mal das Spiel spielen wollen. Da sind Leute drin, die spielen das wahrscheinlich 8 Stunden am Tag und gegen solche Leute hat man einfach keine Chance. Habe ich jetzt meinen eigenen Typ umgebracht? Ich glaube wohl. Wir laden nach. Wichtig, nie vergessen, den Grip vorne dran zu setzen. Ja, Winston, habe ich den Arsch gerettet, oder? Hat er sich auch revanchiert. Da habe ich einen da hinten am Auto. Gehen wir mal hier hoch. Wow, der war schnell. Von Handgelenkschmerzen merke ich jetzt auch gar nichts. Könnte vielleicht sogar noch einen Tick. Ein Tick steiler sein, sage ich mal. Der hintere Controller. Saure Headshots. Also wenn der Controller jetzt so wäre, wäre es auch okay. Muss man vielleicht nochmal anpassen. Okay, wieder leer. Also ich brauche nur hier warten, die kommen ja alle zu mir. Oh, ich hab leer. Das läuft ganz gut. Lukas, pass auf! Ja, ein normaler Gegner hätte mich jetzt auch erledigt. Und der Lukas, der ist schon gut. Boah, der braucht aber viel. Der Lukas läuft einfach weg hier. Boah, das Spiel sieht einfach klasse aus. Holen wir uns aber. Hab ich meinen Kumpel hier den Arsch gerettet. Von wo da? Also Headshots kann man echt gut verteilen. Nachladen klappt gut. Ah, das ist Silvester. Ach, geh doch down.
Er war gerade sogar ohne Visier. Da habe ich einfach mal kurz blind in die Luft geschossen. Ah, Mist! Also ich weiß nicht, ob das jetzt im Multiplayer auch so sein wird. Ich habe eben mal gesucht, aber ich habe keinen Spieler gefunden. Dauert einfach zu lange. Oh, fuck, fuck, fuck. Ich mal gucken, wo ich im Raum stehe. Okay, da. Ach, so Schüsse habe ich sonst nie gelandet. Entweder was, weil Multiplayer irgendwie mit Ping noch Probleme hat oder so weiter. Aber das geht jetzt echt gut von der Hand, finde ich. Es gab natürlich auch einige Patches. Kann natürlich auch sein, dass die da echt viel geändert haben. Aber trotzdem kann man echt gut durchzielen, wie ihr seht. Alter, wo kommen wir her? Ist das ein Nest? Also macht auf jeden Fall mehr Spaß als ohne Gunstock, das Spiel hier. Und das ist jetzt die Version 07. Läuft auch, also ich finde, relativ flüssig. Ist schon ein bisschen besser geworden. Aber ist natürlich immer noch Early Access. Ist da gerade mein eigener Kollege oder Kollegin, ja, mir vor die Flinte gelaufen. Ja, das passiert halt. Oh, läuft ganz gut. Okay, jetzt bin ich ein bisschen gegen die Wand gekommen gerade. Okay. Das ist natürlich auch ein Nachteil vom Gunstock, muss man ganz klar sagen. Man ist nicht so flexibel wie ohne. Boom, Junge! In your head! In your head! Au, nachladen! Ich treffe doch... Ha! Headshot! Könnte eigentlich auch nach 5 oder 10 Headshots könnte so ein Headshot kommen, so ein Jingle. Okay, KI ist teilweise nicht wirklich klug. Aber wir laufen mal immer den Schüssen hinterher. Manchmal gehen die ganz gut, die Typen. Okay, du bist tot. Ich hätte es schwören können, ich hätte den im Kopf. Da habe ich jetzt gerade gar nicht gezielt, habe ich einfach nur geballert. Oh, genau, jetzt muss ich nachladen. Darauf muss man echt achten, wie viele Schüsse man noch hat. Ja, da sind wir auch schon fast am Ende des Videos angelangt und das war das Gameplay-Material. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr konntet euch einen kleinen Eindruck verschaffen, ja, wie man mit dem Gunstock so spielt. Ist natürlich alles aus meiner Sicht jetzt, aber vielleicht hilft euch das bei der Entscheidung, ist der Gunstock was für mich oder nicht. Falls ihr aber noch Fragen habt, könnt ihr die gerne unter den Kommentaren stellen. Ich werde die dann schnellstmöglich beantworten. Kommen wir aber jetzt mal direkt zum Herzstück des Tages, das ist der Pro-Typ VR Gunstock. Und ja, soll ja ein kleines Fazit jetzt werden, soll nicht zu lang werden, also so viel gibt es auch gar nicht zu sagen. Ich finde, man muss sich immer selber, sage ich mal, einen Eindruck verschaffen, aber trotzdem ist es mit Sicherheit nicht schlecht, wenn es ein paar Videos gibt, wo man sieht, wie das ist und ein paar Eindrücke schildert. Deshalb möchte ich das jetzt hier machen. Ich war am Anfang auch skeptisch, ob mir das Teil so gefällt.
Und ja, ich kann jetzt sagen, ich bin echt begeistert von dem Teil. Ich bin froh, dass ich mir das gekauft habe. Ich spiele gerne Shooter. Ich bin jetzt nicht der beste VR-Shooter-Spieler, aber trotzdem machen mir die Teile halt Spaß. Und ich finde, es ist viel besser, als wenn ich jetzt einfach nur in der Luft rumfuchtel mit den Controllern. Ich habe wirklich was zum Anlegen und ja, ich habe wirklich das Gefühl, dass ich eine Waffe in der Hand habe. Und wir wollen ja in VR immer eine größere Immersion. Die erreicht man hier mit dem Gunstock definitiv. Positiv überrascht haben mich auch noch die MagTube VR-Halterungen. Also ich habe mir die schon gut vorgestellt, aber das geht echt so klasse, also mit dem Nachladen und so weiter. Es ist natürlich immer noch ein bisschen schwieriger, als wenn ich jetzt keinen Gunstock habe, das ist ganz klar. Trotzdem geht das echt relativ gut von der Hand nach kurzer Eingewöhnungszeit. Wo ich mich mit schwer getan habe, ist, wenn ich zur Waffe greifen musste. Das ging nicht so schnell, also da muss ich echt noch üben. Wenn ich jetzt, sage ich mal, die Waffe, die große Sturmgewehr oder so weiter leer geschossen habe und dann ein Gegner vor mir stand, zur Waffe greifen oder zur kleinen Pistole, das war für mich jetzt nicht so leicht. Habe ich aber auch nachher einigermaßen hinbekommen. Wie gesagt, das ist alles Eingewöhnungsphase und ja, da kann man echt nichts Negatives sagen. Man ist natürlich im Nachteil gegenüber jemandem im Nahkampf, sage ich mal, wenn der jetzt einen direkt gegenübersteht und der hat jetzt keinen Gunstock. Also man ist einen Tick langsamer hiermit, finde ich. Das geht dann mit der, ja, alleine drehen, finde ich, macht man schneller ohne Gunstock als mit Gunstock. Man braucht ein bisschen mehr Platz, also ich bin ein, zwei Mal auch ein bisschen gegen die Wand gekommen damit, wenn man nicht gerade so einen mega großen Raum hat. Aber trotzdem, ich möchte das Teil jetzt nicht mehr missen, also mir macht es Spaß damit zu spielen. Was gibt es noch zu sagen? Die Anpassungen waren eigentlich relativ gut zu regeln. Also ich habe, ihr seht ja hier auf der Homepage, ungefähr so habe ich es jetzt auch eingestellt. Und ich hatte es aber für die Rift anders eingestellt, das seht ihr auch, glaube ich, im Video, kann man, glaube ich, ganz gut erkennen. Da habe ich das ein bisschen gerader am Ende und ich konnte aber mit der Rift so echt super bequem spielen und also ich hatte jetzt keine Probleme damit. Als ich dann aber natürlich auf die Vive-Controller gewechselt habe, passte das gar nicht mehr und ich müsste mich wirklich hier dran richten und damit ist es echt gut geworden. Ich hatte danach keine Handgelenkschmerzen mehr mit den Controllern, weil wenn ich hier gucke, ich hatte die ja so und man hat die ganze Zeit die Hand so, ist natürlich super unbequem. Von daher stellt euch die Teile immer so ein, wie es am gemütlichsten ist und so könnt ihr auch gewährleisten, dass ihr lange Zeit ohne Beschwerden dann spielen könnt und auch Spaß daran habt. Also ich würde es mir wieder kaufen, aber definitiv mit dem MagTube VR Upgrade, sage ich mal. Leute, die jetzt so einen Gunstock schon haben, können sich diese Teile natürlich auch nachbestellen. Habe ich auch, glaube ich, schon in einem Video gezeigt, aber hier gibt es auch nochmal auf der Homepage die Upgrades, die könnt ihr euch dann extra nachordern. Gibt es für die Touch-Controller, für die Vive und ich glaube auch, ja, für die Odyssey und die Acer Lenovo sogar. Also ich finde, klar, 40 Euro ist jetzt nicht günstig für, ja, sag ich mal, so ein paar Sachen aus dem 3D-Drucker mit einem Magnet dran. Aber trotzdem ist es ein großes Upgrade zur alten Version, würde ich sagen. Ich habe natürlich die alte Version noch nicht getestet, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es einfach schwieriger ist, damit nachzuladen und den wieder reinzustecken, den Controller, als wenn man einfach direkt die Handhalterung wieder dran klicken kann. Ja, das war's eigentlich. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen, das Fazit und das Review, sage ich mal. Wenn ja, würde ich mich echt über ein Like freuen, Daumen hoch. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich auch über ein Abo von euch freuen. Freut mich immer, wenn mein Kanal wächst. Und ja, ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.